Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Weiter geht's mit BioShock Infinite. Mal sehen, ob ich das mit dem Mikro noch verbessern konnte. 2K. Ich habe das Ganze nämlich jetzt mit RTX Voice gekoppelt und muss danach nicht nochmal mit dem mit einem anderen Rauschfilter hinten dran. Und ja, könnte ja noch besser funktionieren, ne? Naja. Lutes Laboratorium. Habe ich vielleicht einen Namen für die Folge? Gucken wir mal. Ja, ich spiele das wahrscheinlich vom Festplatte, deshalb war ein bisschen die Ladezeit höher. Oh, da liegt jetzt ein Voxafon. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Hab mich dann nochmal um die Einstellung gekümmert gehabt, weil das. Hab halt einfach pro forma, weil es halt möglich war, versuchte das Texture Streaming abzuschalten, aber anscheinend ist das nicht mehr auf dem Stand der Dinge oder ist bei dem Spiel verbuggt oder wie auch immer. Gucken wir mal. Die Texturen vom Boden, wo man ja auch ständig hinguckt, ob das jetzt besser funktioniert. Finde den nächsten Riss. Ich soll hier wieder rausgehen, aber jetzt gucke ich hier nochmal. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich hier überall durchfahre, aber ich glaube, ne? So viel gab es ja hier auch nicht. Ja. Gut. Denn. Schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ist so gruselig hier. Und dieser Geist hier rumschwirrt von ihrer Mutter wohl, ne? Waren wir noch gar nicht, okay. Hör doch auf zu husten. Hier liegen jede Menge Igels rum. Scheint, dass wir hier noch gar nicht gewesen waren, oder? Oh. Oh, jetzt habe ich mich betrunken. Ja, gut. Aber hier waren wir schon. Hier haben wir ja so ein Schloss geknackt, ne? Ja, gut, gucken passt nichts. Wir schauen noch mal kurz. Oh, hier ist nämlich noch was. Hat man nur vorher wahrscheinlich nicht gesehen, weil es so toll ausgesehen hat, alles. Keine Ahnung. Ja, die ein oder andere Aufnahme von vorher mal angeschaut und da war auch eine Stelle, wo ich auch Eagles irgendwie nicht gesehen habe. Da bin ich voll dran vorbeigelaufen. Neben so einer Kiste irgendwie und dann ging danach irgendwie ein Weg durch den Türrahmen eine Treppe hoch. Naja, kann passieren, ne? Nee, die Kassel hat nicht.
Hör auf zu grüßen. Da ist Durchzug. Deswegen brennt es ja auch noch so lange. Ja gut. Nicht gut. Wir wollen auf jeden Fall hier. Mach das richtig immer fest. Oh, der hat einen Lockpick dabei, ist doch nett. Naja. So, jetzt wollte ich aber erstmal gerne hier gucken. Hm. Muss ein Schloss knacken. Hm. Schauen. Halt den Lockpick rum. So. Schön. Ah, sieh mal einer an. Hm, ich bin ja mal verschillt, weil das hält irgendwie mal nicht so lange. Ich sehe es immer wegrieseln hier. Da gibt es Moneten. Noch mehr Moneten. Ja. Denn. Nehmen wir, wenn dieses Gelbe so weg klirrt, dann ist das Schild weg. Also brauchen wir mehr davon. So, ja, wir müssen hier lang. Okay. Mehr Geld. Okay. Hier. Her damit. Founders will bleed. Also irgendwer will bluten. Möchte bluten. Wird leider nicht übersetzt. Da sollen wir hin, aber hier möchte ich nochmal gucken. Sie hustet sich wieder ein weg. Wie eh und je hier. Braucht mal eine kleine. Vielleicht hört es dann auf. So, da gibt es wieder Lockpicks. Die kann man durchsuchen. Da gab es auch wieder Lockpicks. Verschlossen. Na klar. Ach so. Das ist ein Tresor. Ich dachte, warum kann ich denn den Mülleimer oder was auch immer da nicht durchsuchen? Na gut. Buch nehmen. Wo wohl die Chiffre ist? Finde den Voxcode. Okay. Optionale Mission, das ist wieder so secret-mäßig wahrscheinlich. Da muss irgendwo wieder irgendeine Zahl irgendwo stehen oder sowas. Da oben das. Erkennt er dann. So, Financial District. Gut. Sound ist ja gar nicht so übel, ne? Schon gruselig, der Geist. Das. Ja. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Bin dabei. Bitte sehr. Finde den nächsten Riss. Ja. War ja, hier geht doch wieder gleich die Post ab, oder wie? Elizabeth! Schon dabei! Vorsichtshalber mal was da hinstellen. Da sollen wir hochgehen. Ich gucke mich aber vorher hier noch mal ein bisschen um, war. Ist ja vielleicht nicht verkehrt. Wir sind noch leicht mit Zeug hier.
Munition und alles sowas. Irgendwie waren wir hier schon mal vorher, ne? Aber ja, naja. Nehmen wir dieses Salvengeschütz hier. Oh, eigentlich ein Granatwerfer irgendwie, ne? Aber ja gut. Kann man ja auch gebrauchen. Muss ich vielleicht beim Automaten ein bisschen noch pimpen, das Ding. Ich habe das bisher, glaube ich, so gut wie gar nicht benutzt. Und das kann man ja vielleicht hier jetzt machen. Munition. Wir brauchen eigentlich eher nicht. Tja. Hier. Ne, das sind Kräfte. Aber hier haben wir sowas, ne? Schadensboost. Schießeisen, Magazinvergrößerung, Repetiergewehr, Reservemunition. Ja, das ist. Rotflinte. Größerer Radius, Salvengeschütz. Ja, das haben wir jetzt aber gerade kein Geld wieder für. Naja, gut. Dann. Hier ist etwas Geld. Ja. Wo auch immer du das her hast, wüsste ich gerne mal. Ich habe da keine Münzen mehr gesehen, aber ja, gut. Kann man hier sogar lang? Eigentlich sollte ich da vorhin schon die Treppe hoch, ne? Aber ja gut. Also sind voll. Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Wo denn, du Nase? Ihre Hinweise sind immer so mega brauchbar. Ist ja gut zu wissen, dass hier irgendwo ein Lockpick ist, aber wo soll es denn sein, ne? Vielleicht dieser Geist. Ihre Mutter da wohl? Da drüben ist ein Lockpick. Ja, ich sehe keins. Es blitzt und blinkt nirgendwo was zum Einsammeln, ne? Ich sehe die Dinger ja sonst eigentlich relativ gut, ne? Glaube ich jetzt echt blind hier. Ja, nicht. Ist das hier vielleicht ganz gut versteckt? Nö. Hm. Nö, das ist einfach nur schräg. Aber lassen wir sie quasseln, dann passt das schon. Haben wir da hoch. Okay. Und da lang. Hier waren wir doch irgendwie auch schon, oder? Hier war doch diese Scharfschützen-Action. Ja, wir kommen nicht mehr zurück. Das ist natürlich klasse. Briefkästen ist noch ein bisschen Zeug. Da kommen wir auch noch rein. Ich glaube, hier waren wir auch schon, ne? Mir sehr bekannt vor. Ne? Genau, hier war diese Fahrstuhloption. Keine Ahnung, ob man hier irgendwas machen kann, aber es sieht irgendwie fast schon so aus, ne?
Als ob man hier mit Electromol. Boah, das tut ihm weh. Naja. Fühlt sich so ein bisschen noch im Kreis laufen hier aktuell. Hier sind wir definitiv durchgekommen. Jetzt sollen wir da hoch. Na gut. Machen wir gleich. Hier hoch. Okay. Hier längs, da längs. Ja, normalerweise wäre der Weg anders gewesen. Deswegen kommen ihre Tapsen wohl noch dahin, ne? Na komm, ich dann mach mal runter. Na klar. Geschafft. Ja, und da wäre der nächste Riss. Aber vorher gucke ich mich hier natürlich erstmal um. Ne? Ja, schön die Kasse leer machen. Bisschen Musik hier, dann ist das alles ein bisschen freundlicher in der Umgebung. Haben wir hier irgendwie was Nettes zum Einsammeln? Schlossertasche, das gibt wieder Lockpicks. Und die Leiter hoch? Nö. Hier ist ordentlich was mit vielen Kameras irgendwie. Geldbörse. Und da liegt eine Wumme auf dem Stuhl. Ziemlich merkwürdig rum. Hm. Ja gut. Ich würde aber sagen, den Riss öffnen wir in der nächsten Folge. Deshalb sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Bis dahin, macht's gut oder besser.